Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azure unterwegs. Und zwar sind wir wieder auf meinem Dunkeleisenzwerg, mittlerweile auf der Stufe 55 angelangt und wir wollen jetzt nochmal ein paar Dungeons basteln, hoffen, dass wir auf keinen Fall nach Düsterbruch reinkommen. Und ich habe mittlerweile genug Ruf hier, wohlwollend bin ich, dass ich theoretisch mir die Gildenflagge kaufen könnte. Und diese Standarte, besser gesagt. Und da haben wir sie, beziehungsweise es gibt sogar drei, ne? Es gibt eine hier, die die EP um 15% erhöht. Dann eine, diese um 10% erhöht. Und eine, diese quasi um 5% erhöht. Und die werden wir uns jetzt einmal hier rein basteln. Eins, zwei und die Nummer drei. Und die werde ich jetzt immer in den Instanzen aufstellen. Das Ding hat nämlich 100 Meter Reichweite. Und ich krieg dann halt 15% mehr EP für die Mobs, hier 10% und hier 5%. Ich kann jetzt auch nochmal gucken, wie es beim Instanzabschluss geht, ob das drauf rennt, aber dürfte normalerweise nicht, sondern nur auf die Mob-EP. Ja, aber zumindest habe ich sie mir jetzt endlich erspielt, diese lustigen Flaggen. Jetzt ziehen wir die mal runter, dass ich die nicht versehentlich loswerde. Den Timer stellen wir natürlich auch neu ein, dass wir jetzt wieder quasi ja, die neue Stunde einmal beginnen. Gut, jetzt muss ich bloß gucken. Naja, komm, hauen wir den ganzen Dreck mal wieder aus dem Inventar raus. Das brauchen wir nämlich alles nicht. Ich habe jetzt vorhin auch ein bisschen angefangen, in Westfall 1, wo Quests noch zu machen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen weiter als am Ende der letzten Folge. Da bin ich ja kurz vor 55 und jetzt quasi 55. Ja, habe zwischenrein einfach so ein bisschen eine Pet Battle Quest mitgenommen. So, nicht Düsterbruch und am besten irgendwie Tempel. Tempel wäre cool. Gib mir den Tempel. Oh, da ist schon wieder ein DD, der gegen uns spielt, der uns sabotiert. Der möchte nicht, dass wir in die Instanz reinkommen. Ja, das ganze Zeug, das kannst du so weghauen, das brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht. Vielleicht ist es mit den Flaggen ja jetzt wieder ein bisschen angenehmer. Oh nein, Zul'Farrak. Nee, meh. Ist wahrscheinlich der eine random Lowy und deswegen kommen wir jetzt hier zu Zul'Farrak rein, oder? Was ist das? Die sind alle hoch, ne? Alle über 50. Wir kommen trotzdem zu Farag. Gammelig. Ja, alle skippen. Hier, dann dort durch. Schauen wir mal, ob es diesmal alle schaffen. Boah, einer hat's geschafft. Zwei. Ah, drei. Boah, es wurde nichts geedit. Ich bin ja beeindruckt. Ich bin ja beeindruckt. Ich bin jetzt überlegen, wie rum schneller ist. Ob es so rum schneller ist, aber eigentlich ist es so rum schneller, weil da hier auf dem Weg sind kaum Mobs, ne? Einfach zum Endboss durch. Wir müssen eigentlich gucken, dass wir uns bis zu diesem zentralen Platz hier, bis hierher durchkämpfen. Dann mounten wir auf und laufen bis zur Pyramide hoch, würde ich sagen. Das müsste eigentlich gehen, weil da sind eigentlich kaum noch Mobs, ne? Also das müsste eigentlich funktionieren. Weiß nicht, können wir die auskippen? Ah, okay. Das funktioniert anscheinend nicht. Schade. Die wäre cool gewesen, wenn wir die auch noch hätten skippen können. Egal, machen wir sie halt. Das ist kein TS. Achso, ja, die Leute haben jetzt nicht explizit nach dem TS gefragt, deswegen habe ich jetzt heute nicht unbedingt mehr TS gemacht. Könnten, ja, bleibt sich eigentlich gleich. Wir kommen so auch ganz gut durch, würde ich jetzt mal fast behaupten. So, schauen wir mal, ob alle mitziehen. Also die eine Gruppe hier am Rand, die müssen wir machen, da führt kein Weg dran vorbei. Die werde ich dann gleich versuchen. Sobald er castet, haue ich mein Schild. Okay, er will anscheinend nicht. Komm mit. Gut, dann hauen wir jetzt halt mein Schild so rein. Jetzt muss er natürlich die Blitzheilung machen. Ich habe ja jetzt Hand auflegen, theoretisch, ne? Also, jetzt geht was. Jetzt geht auf jeden Fall was. So, die müssen wir noch machen und die... Oh, warte mal, was ist denn das für eine? Wo kommt denn der jetzt her? Ne, du kommst mal her hier.
So haben wir nicht gewettet. Ja, gut, jetzt werden wir halt einige Pats rankriegen hier. Der wird jetzt auch noch kommen. Aber den müssen wir vor allem töten. Nicht, dass der. Okay, Hand auflegen. Genau für solche Situationen ist das gut. Ich hätte natürlich, sonst hätte ich jetzt hier gebabbelt. Aber dann greifen halt die Mobs alle anderen an und das ist meistens nicht so gut. Wir haben doch einen fucking Hunter dabei. Warum kriegt er das nicht hin? Die Weglauf-Mobs hier. Ja, super. Einfach abzuschießen. Irgendwie sind die ganzen Hunter, die wir dabei haben, alle immer nicht so ganz geil, ne? Über Hunter wird ja meistens eh schlecht geredet, aber irgendwie machen die hier gerade ihrem schlechten Namen alle Ehre. Dann kriegst du eigentlich die großen Siegelfähigkeiten. Ja, weiß ich nicht. Können wir mal nachgucken. Warte mal, Hand des Schutzes haben wir auch schon, ne? Sehe ich gerade. Man sollte öfter mal in sein Zauberbuch reingucken, das hilft manchmal. Die Mobs können wir noch machen, die ziehen wir jetzt einmal hier um die Ecke rum. Warte mal, sind alle am Start? Eigentlich kannst du hier komplett durchlaufen und die halt mitziehen, ne? Mal gucken, ob alle mitkommen. Ne, ich glaube, der Hunter ist, oder? Ne. Finden nämlich alle nix. Ja, ich muss gleich nochmal gucken. Schattenjäger. Ja, komm, mounten jetzt hier mal ab. Machen die paar, die wir hier mitgezogen haben. Also Hand des Schutzes habe ich schon. Hier Aufopferung. Musst du die skillen? Ne, ich habe hier gar keine Siegel drin. Fuck, jetzt bin ich hier verwandelt. Drecksviecher. Musst du die Kacke skillen? Theoretisch hätten wir auch komplett hochlaufen können aufs Dings drauf, auf die Pyramide. Ja, gut, das wäre ein bisschen tricky geworden, wahrscheinlich. Wäre ein bisschen tricky geworden. Ach, da hinten steht noch einer an der Ecke und will nicht mitkommen hier. Ach, nur die D hat die. Ah, okay. Gut. Der erste Level up, oder? So, jetzt lauft einfach mal mit. Wir ziehen jetzt einfach ein paar Mobs hier. Die einen werden eh adden. Gut, den Hexendoktor haben wir noch. Jetzt haben wir eigentlich relativ viel geskippt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch da hoch und den Boss da machen. Die einen unten brauchen wir auch nicht, ne? Wir brauchen bloß den einen Goblin, der quasi uns die Tür aufmacht. Mehr brauchst du eigentlich da gar nicht. Mehr brauchst du da tatsächlich gar nicht. Da geht er down. So, dann einmal in die gute Stube rein hier. Na fuck, jetzt sind da schon ein paar weitergelaufen. Müssen wirklich hier alle erwischen, weil vorhin sind sie irgendwie alle nochmal resettet. Dann musste ich nochmal alle töten, was ganz komisch war. Du kommst, glaube ich, nächste Woche mit. Ja, mach das. Mach das. Denk mal, nächste Woche werden wir hier am Ende von dem Classic-Content, beziehungsweise am Anfang von BC-Content quasi sein, ne? Also etwa in dem Levelbereich. So in etwa.
Sie kommst du auch mit? Ja, dann haben wir, denke ich mal, schon eine ganz schlagkräftige Gruppe. Ach ja, das mit dem Leveln, das zieht sich halt alles immer ein bisschen, ne? So, den Interrupten wir auch nochmal. Mein Char muss ich jetzt noch zum Schar des Zorns fliegen, dass ich den nächsten Spawn quasi wieder mit abgreifen kann. Genau, BC und Wattle ist. Das ist ja quasi jetzt ein Content. Das ist quasi jetzt ein Content. Da geht er down. So, und jetzt können wir den Typen hier ansprechen und direkt quasi weiterkommen. Ja, also mittlerweile weiß ich halt schon, wie man zumindest möglichst zügig durch die Inis durchkommt. Okay. Ach fuck, der greift den Basilisken an. Ernsthaft? Oh, der Goblin kann hier adden? Dann macht er die Tür nicht auf. Ah, so ein Scheiß aber auch. Das auch noch nicht gesehen. Ja, die müssen wir jetzt alle machen. Solange wir im Kampf sind, greift der Goblin alles an. Na super. Jetzt bin ich auch im Frog unterwegs. Aber er tankt das Zeug, ne? Ja, gar nicht schlecht. Eigentlich müsstest du alle Mobs zu ihm hinziehen, da hilft er dir die ganze Zeit. Du musst ein paar davon 40 auf 60 kriegen. Ja. Hast ein bisschen was zu tun, zumindest. Bin überlegen, ob du sonst hier irgendwie hochkommst. Wahrscheinlich als DH kannst du hier durchkommen, ne? Aber sonst wird's schwierig. Wird das schwierig. Oh, jetzt bin ich schon wieder ein Frosch. Komm, Bubble. Bubble wegdrücken. Oh, und aus der Ding raus und instant in den Stun rein. Das ist natürlich wunderbar. Du pullst auf Mobs zusammen als Tank und wirst dann nur durchgezählt und kannst halt dann quasi Mobs nicht antanken. Dann wirst du wieder gefilmt, oh, das ist ja auch nicht gehalten. Ja. Das kennen wir schon. Ja, das stimmt schon. Deswegen, ich finde es einerseits gut, dass in Classic, dass das jetzt so flexibel ist, ne? Von den Instanzen her, dass du theoretisch mit allen von Level 15 bis 60 spielen kannst. Das Problem ist, wenn du dann immer wieder in dieselben Inis kommst, ist es schon ein bisschen ätzend, ja. Definitiv. Ich würde jetzt, also ich bin jetzt halt 55, ich würde jetzt ganz gerne in Blackrock ein bisschen reinkommen, mal in den Tempel und in solche Dinger. Ach, Flagge. Ja, stimmt, ich habe die ganze Zeit die Flagge vergessen. Ja, richtig. 15% mehr Erfahrung. Ja, aber also wir hatten ja das letzte Mal getestet. Ich glaube, ich krieg nicht mehr Erfahrung für den Abschluss. Also, was habe ich vorhin gekriegt? 87.000. Jetzt müsste ich wahrscheinlich einen Ticken mehr kriegen wegen einem Level-Up. Wahrscheinlich 88.000, vielleicht 89, ne? Und wenn ich jetzt aber über 90.000 kriege, dann weiß ich, dass die Flagge was macht. Nee. Schau, die Flagge, die macht da gar nichts mit. Siehst du, ich habe 88.000 gekriegt, 15% mehr auf das hier. Oder auf 67 wären halt, keine Ahnung, da wäre ich ja fast bei 100k. Ja, also. Da hat sie keinen Ausweg. Aber ich hätte sie in der Instanz ein paar Mal stellen müssen bei den Trash-Mobs. Okay. Ja, mit Questen kann man auch extrem schnell sein. Das definitiv. Das definitiv. Ach, gut, ist ja so, wir haben den Hunter jetzt. Na ja, gut, egal, nehmen wir halt den Hunter mit. Ist ja wurscht. Was gibt es durch die Kiste? Bringt jetzt nicht sonderlich viel, wobei Tempo, glaube ich, recht gut für ein Paladin-Tank war. Eigentlich müssten wir jetzt. Wir haben schon wieder das gleiche Problem, ne? Kriegen keinen Instant-Invite. Gecute, aber kein Invite. Ja, gut, wir können die Schlangen töten, gibt es wenig ein bisschen EP. Ja, stimmt, der Hunter hat Schaden gemacht. Da hast du recht, ja.
Warum wir jetzt wieder keinen Invite kriegen, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist doch ein Dreck. Ja, oder wir gehen raus, weil wenn das wieder nicht klappt, das ist halt, weiß ich nicht, das hatten wir vorher schon mal. Wir sind fünf Leute, melden mit fünf Leuten an und bekommen aber keinen Invite, ne? Weil hier dran steht, dass wir vier von fünf sind. Ah, jetzt kommt der Invite. Ah, schau mal, der Tempel. Endlich. Endlich. Auf den habe ich gewartet. Gut, jetzt haben wir natürlich hier die Quests. Ich würde trotzdem sagen, dass wir direkt zu Iranicus gehen und danach die Quest machen. Ich will nur sehen, ob es funktioniert, ne? Für dann quasi fürs nächste Mal. Also, weil früher hatte Iranicus so ein Schild, ne? Das musstest du erstmal wegbasteln. Musstest du oben diese Säulen ausmachen und sowas, aber da kannst du jetzt mittlerweile gar nicht mehr hin, ne? Also das ist ja alles schon. Und hier haben sie auch einen Deckel drauf gemacht, dass du nicht mehr in Ke Hallo, kommt da mein Zwerg nicht? Mein Gott, der Zwerg hängt da echt fest, ne? Was sind wir denn für die Qu gut, für die Quests müsstest du theoretisch jeden Boss machen, aber. Ja, ich schaue jetzt mal, ich gehe jetzt mal direkt zu Iranicus und dann gucken wir mal, ob man durchkommt. Ich will es jetzt bloß mal testen. Wir machen eh alle Bosse, weil ich hier auch alle Quests hab. Du meinst, du musst HK batschen, dass quasi, dass man zu Iranicus kann. Ja, sehen wir ja gleich, ob das so ist. Ah ja, da ist der Schar wieder. Gib mir dein Mount. Wieder nix. Ja, okay, der ist noch. Der ist noch. Oh shit. Die hauen da ganz schön rein, ne? Die musstest du eigentlich immer gegen die Wand tanken, dass dich nicht ins Nirvana schleudern. Das war immer so, ja, siehst du, das war immer so der Ge Anführungszeichen Geheimtipp gegen die Wand, die Mobs tanken. Jetzt stehen sie natürlich nicht ganz gerade, so. Sonst kicken sie dich halt immer weiter, ne? Da drin im Kreis fliegen ja auch zwei. Eigentlich hätte ich da in der Mitte die Flagge stellen können. Warte mal, ich kann ja auch hier mal eine stellen. Gut, das ist natürlich weit weg von allen anderen Mobs. Aber wenn ich genau in der Mitte von der Inni eine gestellt hat. Also meinst du, dass man quasi HK rausbatschen muss, dann funktioniert das? Echt? Dann kommst du in den alten Tempel, wenn du alte. Okay, das ist ja aber dumm. Ja, den kannst du noch nicht angreifen, den Iranicus. Dann kannst du auf Erkundungstour gehen, okay. Ja gut, ich kenne ja den alten Tempel, ne? Also das muss ich ja nicht unbedingt. Ich find's halt schade, ne? Ich find's halt echt schade. Ja, und die Drachen kommen ja erst, wenn du die anderen Bosse da tötest. Ja, okay. Dann kannst du da leider noch nicht gleich hin. Dann ist der Tempel doch nicht so schnell, wie ich dachte, ne? Dann ist hier diese Blackrock-Ini doch das Beste, was du machen kannst. Weil die ist ja richtig schnell, da musst du ja nur einen Boss machen. HK kannst du auslassen, okay, also den Propheten musst du machen. Ja gut, ich habe jetzt die Quests offen, deswegen muss ich eh alles machen, ne?
Kommt mal rein in die warme Stube hier. Dann drücke ich schon mal HK an. Der eine steht noch draußen. Hier nehme ich die Tore dann zu. Ach, die Mobs, die unterbrechen einen dann. Kann wer anders das Zeug? Okay, ich habe ihn durchgedrückt, weil der braucht immer eine Weile, bis er hier beschwört. Geht doch, es geht doch relativ zügig. Hat das früher nicht immer länger gedauert? Ich habe mir die Mobs extra hier reingezogen, weil der mal ewig gelabert hat, bevor der kam. Das ist übrigens der gleiche Boss, den man in Zul'Gurub als Endboss hat, bloß halt hier als Knochending, weil es halt nur der Avatar ist, ne? Wie so ähnlich der Avatar von Sagaras im Toss ist, ne? Das ist ja auch nicht der richtige Sagaras, sondern nur sein Avatar. Jo, Sarah, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, aber also ganz ehrlich, ich habe ja eigentlich einen guten Orientierungssinn. Bloß damals hast du dich da drin auch mal oft ganz gern verlaufen, weil die Treppen sahen alle, also die Treppenhäuser sahen alle komplett gleich aus mit den ganzen verschiedenen Ebenen. Es war damals schon ziemlich verwirrend. Vor allem, das Problem ist, damals ist der Trash auch respawned, ne? Wenn du zu lange gebraucht hast und in der Instanz warst du ewig. Und oftmals bist du dann wieder in den Trash reingelaufen oder bist die falsche Treppe hochgelaufen. Boah, hier das Ding, das war wirklich so ein Ewigkeitsteil. Wenn du hier drin warst. Was kann ich dir sagen? Das hat gedauert. So, dann haben wir den Jamal noch um. Dann müssten wir zum Iranikus kommen. Ja, die Brustplatte ist auch gar nicht so verkehrt. Aber hat natürlich keine EP drauf. Gab's da... nein, keine so wie heute. Du hattest nur die Minimap. Du hattest nur die Minimap als Karte. Und du hattest, also so eine Karte hattest du gar nicht, sowas gab es nicht, aber es gab von Addons, Atlas Loot war es damals, das war ein Addon, da hattest du eine Karte aus Minimap zusammengebastelt, ja, aber die war halt auch, naja, du hast halt das gesehen, was du in der Minimap hattest mit mehreren Ebenen, hast halt auch nicht gescheit gesehen, wo jetzt welche Ebene ist, ne, also du musst mal googeln nach alten Instanzkarten. Da ist halt alles übereinander, ne? Also hier siehst du ja auch ewig viele so Treppensachen und so, die gar nicht mehr drin sind. Und so hast du halt dann die Karte im Atlas Loot gehabt, ne? Was du halt nur hattest, wenn du das Addon hattest, ne? Also ist klar. Von dem her war das damals in Classic ein bisschen anders. Diese Instanzkarten, die kamen, glaube ich, erst mit Cutter oder mit MOP rein. Meinen Wattle, waren die in Wattle schon drin? Ich bin's, also Burning Crusade, glaube ich, auch noch nicht. Hier der 4 müssen wir mal interrupten oder auch nicht und... Wie kommen diese Geister raus, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, jetzt haben wir da noch geaddet. Jetzt wird's aber... Jetzt wird eine fiese Angelegenheit hier. Da haben wir die Geister. Aber die Trolle, die hauen... Also es sind ewig viele Trolle, aber die hauen jetzt nicht wirklich so krass rein, muss man sagen, ne? Das meine ich mit dem Scaling. Siehst du, ich muss meine Heilung nicht mehr drücken, obwohl wir hier irgendwie 5 Gruppen haben und in der anderen Inni, da pullst du irgendwie 2 Gruppen und du wirst halt so runtergehittet. Das ist teilweise halt echt vom Scaling ein bisschen komisch. Ich glaube, wenn du in den Bosspuls kommen, glaube ich, alle Mobs. Deswegen pulle ich jetzt die da noch dazu. Okay, da wurde der Boss geaddet. Okay, da kommt das Handauflegen. So. Jetzt wird es dann langsam mit CDs kniffelig. Mal ein bisschen von den Geistern weg. Ah, fuck, die haben mich übernommen. Das ist jetzt blöd.
Dann haben sie mich in eine Eisfalle gepackt, ernsthaft? Und da packt mich in eine Eisfalle hier. Unglaublich. Ja, aber du hattest. Damals war das halt auch nicht so ein Gerusche, ne? Es war halt für alle neu, das zum einen. Die Mobs waren halt im Verhältnis zum Char relativ stark, also du musstest eh Gruppe für Gruppe gehen. Und du bist halt sozialer mit deinen Mitmenschen aus der Gruppe umgegangen, weil du hattest kein Tool, ne? Also wenn du konntest halt als Groupleader einen aus der Gruppe schmeißen, aber du hast keinen neuen nachbekommen quasi dann. Also dementsprechend. Wenn mir jetzt einer auf den Sack geht hier und gut, wenn er mir richtig auf den Sack geht, dann schaue ich, dass ich ihn rausvote und dann kriege ich aber instant auch neuen Spieler. Wenn dir damals einer richtig Käse gemacht hat, dann also konntest du ihn zwar auch rausschmeißen, aber dann hast du halt keinen nachgekriegt, ne? Und du konntest nur einen neuen holen, indem du wieder in die Hauptstadt zurück bist und dann dementsprechend einen gesucht hast. Deswegen war das halt auch ein anderes Spielkonzept. Meine Fresse, ist das nervig. Wie oft übernimmt der mich denn jetzt, bitteschön? Kann man das irgendwie verhindern? Ist das ein Totem? Müssen die denn jedes Mal da um die Dinge. Also früher war. Also der hat früher zwar auch übernommen, ne? Aber das war nicht so oft. Zumindest kam mir das nicht so oft vor. Warum. Weiß nicht, ob das nicht sinnvoller ist, wenn er released und ranläuft, weil du spawnst ja direkt hier. Also das sind irgendwie ein paar Meter nur. Das zieht sich jetzt gerade schon extrem. Weil es ist immer eine übernommen. Also hast quasi immer aktiv nur zwei DDs, ne? Und wenn einer tot ist, hast du einen. Ja, reinlaufen ist echt schneller. Das dauert hier sonst nämlich ewig. Das kann ich nicht mal bubbeln, ne? Sonst kannst du solche. Man könnte es quasi entfluchen, aber wir haben Monk Healer. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Monk entfluchen kann. Ein Druid kann es auf jeden Fall. Ein Druid kann das auf jeden Fall. Ist ja was das nächste Mal, wenn ich hier übernommen werde von dem. Dann mache ich hier das Fenster auf, weil es wird gerade ein bisschen stickig. Und dann kriege ich vielleicht wenigstens ein bisschen Frischluft. Dann kann ich die Zeit aktiv nutzen. Sollte er mich jetzt nochmal übernehmen. Na, nee, ich glaube, jetzt kommt es nicht mehr. Ah, okay. Ich lüfte mal fix. Sodala. Da ist er dann auch mal down. Die Quest gab es in Classic schon, wo du Jamals Kopf holen musstest. Und zwar weiß ich die noch ganz. Ich wusste in Classic die ganzen Quests auswendig, weil das war immer ein bisschen ätzender, sie zu kriegen. Und zwar hast du Jamals Kopfquest. Hast du hier. Nee, nicht daher. Aus dem Hinterland hast du die. Warte mal, nee. Ach, da ist das Hinterland, genau. Hier waren so Spinnen und da gab es einen Troll in dem Netz, der gibt dir die Quest, dass du Jamals Kopf holen musst. Das weiß ich noch ganz genau. Da wusste ich noch auswendig, wo jede Quest war. Und also das hat dir halt damals wirklich was gebracht, wenn du wusstest, wo die Quest war. Weil das war halt damals noch kein lineares Questdesign, wie es heute ist. Dass du so durch die Quest durchgeführt wirst, sondern du musstest wissen, wo die Quest für die Instanzen gab. Und musstest dir die jede einzelne quasi besorgen. Und das war noch ein bisschen anders, als es heute der Fall ist. Da hat dir quasi das Wissen darüber, wo welche Quest du für die Inis kriegst, relativ viel gebracht, weil du bist halt auch nicht, bist nicht eingeloggt und hast gesagt, ich mache halt schnell eine Inni, sondern du musstest halt ewig die Leute suchen. Ne? Und meistens hast du halt, also ich habe es zumindest so gemacht, um effizient zu sein. Ich habe mir alle Quests geholt und habe mir dann eine Gruppe gesucht für die Instanz, weil du wolltest halt nicht x-mal reingehen müssen, weil es halt schon mal ewig, also es hat schon mal ewig gedauert, die Leute zu suchen. Und es hat dann schon mal noch ewig gedauert, zur Instanz hinzukommen und die Instanz zu machen. Also das war ein größeres Projekt quasi, eine Instanz zu machen. Deswegen wolltest du halt vorher am besten die ganzen Instanzquests noch mitnehmen. Und vor allem haben die sehr, sehr guten Loot gebracht im Verhältnis von dem Gammelzeug, was du sonst gekriegt hast. Damals hast du nämlich nicht so oft gute blaue Items oder irgendwas bekommen. Also eigentlich gab es blaue Items durch Quests gar nicht. Ja? Nur durch die Instanzquests. Und die waren halt meistens deutlich besser als den restlichen Schrott, den du bekommen hast. Deswegen hast du da halt immer geguckt, dass du, bevor du in die Instanz rein bist und dieses Martyrium gemacht hast, auch die Dings gebastelt hast, ne? Quasi die Quest hast.
Und die waren meistens verstreut, ne? Also für einen Tempel hast du Quests aus Mogorokrater gehabt, du hast aus dem Hinterland, aus Tanaris hast du Quests gehabt. Also du hast die überall zusammenklauben müssen, die Quests. Aus Farallas war, glaube ich, eine Quest, die du hinhattest. Also du hast da ziemlich viele Gebiete quasi müssen, um die ganzen Quests zusammenklauben. Und dann ein paar Quests waren auch Folgequests aus Zulfarag wiederum. Ach, das war noch ein Spaß. Und meistens, bis du alle Quests hattest, warst du zu hoch für die Instanz, weil du musstest die halben Gebiete immer durchquesten, dass du an die Dings-Quest rangekommen bist, an die Instanz-Quests, ne? Also das war noch schön. Es waren noch Zeiten. Man kriegt es damit? Nee, das kann ich damit nicht wegmachen. Schade, ich dachte. Oh, fuck it. Du wirst halt hier gesleept. Aber das ist ein Magic-Effekt. Den müsste mir der Heiler auch wegmachen können. Musst du mal gucken. Mit dem Heiler können mittlerweile alle Magic-Effekte runternehmen. Da musst du mal gucken. Weil hier, wenn der Tank natürlich gesleept ist, dann haut der Boss irgendeinen anderen DD um. Und naja. Jetzt kommt's wieder. Naja, ist halt auch das bisschen Stream-Delay. Habe ich versucht, ging nicht, okay. Ja, gut. Kann natürlich auch sein, dass es nicht geht, aber eigentlich müsste jeder Heiler eine magische quasi Magic Effekt wegnehmen können. Muss öfter mal eine Flagge aufstellen. Gut, jetzt da bringt es nicht mehr so viel. Also mal Level up 56. Kann ich jetzt nicht queuen? Achso, können auch Quests abgeben gehen, ne? Hab leider nur Entgiften. Aber hier, entfernt alle Magie, Gift und Krankheitseffekt vom Ziel. Und das war ein Magieeffekt. Also damit müsstest du es runter machen können. Früher war es so, dass jeder Heiler was anderes machen konnte. Der eine konnte Magie, der andere konnte Flüche und so. Aber Magie können jetzt alle runternehmen und dann noch zusätzlich die paar, diese rein-rausporten. Ja, ich weiß nicht, ja gut, es nimmt sich jetzt wahrscheinlich nicht. Alter, was ist denn da los? Ein Zwerg bleibt überall hängen. Diese kleine Stufe, ne? Ist halt zu viel für den Zwerg. Fast immun, okay. Ja gut, es kann natürlich sein, dass es irgendein anderer Effekt ist, ja. Okay. Egal. Der Browser wurde mit 3.3. Okay, dann war es Mitte Wottel. Okay. Nee, um den Browser geht's jetzt nicht. Es ging um die Instanzkarte. Aber gut, der Browser, klar. Das weiß ich, dass der Browser im Wottel eingeführt worden ist. Ja, du warst auch an der Kante festgegangen. Irgendwie kann ich hier nicht queuen. Classic dann. Warum geht das nicht? Ist das zu hoch? 7? Ich kann nicht reinqueuen. Kann aber auch nichts drücken. Ach, weil der Hunter-Lead ist. Ja, dann lass rausleaven. Keine Ahnung. Einfach Instanzgruppe verlassen. Der Raid-Browser war Cutter, ja. Er kam zu Cutter am Ende. Von Cutter kam der rein. Also hier der LFR zumindest. In Dragon Soul kam der mit rein. Der Hunter war Lead, deswegen ging das jetzt eben nicht. Jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. Theoretisch könnte ich doch den War-Mode anmachen, ne? Aber. So langsam wird's mit meinem Char. Oh, Frischluft. Ich habe jetzt die letzten Tage ist echt richtig kalt geworden. Ne? Jetzt habe ich nicht mehr so oft durchgelüftet, weil irgendwie die Heizung nicht so ganz wollte. Und ich kriege dann immer relativ leicht Kopfschmerzen, wenn die Luft hier so ein bisschen steht. Deswegen ist es ganz gut, dass wir mal wieder ein bisschen durchlüften. Schauen wir mal, ob wir noch einen Proc kriegen hier. Eigentlich sind die Standarten gar nicht so schlecht, ne? 15%, 10%, wenn du im bestimmten Bereich questest oder in einem Dungeon Mobs umhaust, ist es halt immer noch ein bisschen extra, ne? Also es schadet auf jeden Fall nicht, das zu haben. Man muss halt bloß dran denken, dass man es immer drückt. Ja, Gold fürs Fliegen ist immer auch so ein leidiges Thema, ne?
ist immer so ein leidiges Thema. Jetzt müsste, ich weiß gar nicht, ob ich die ersten Items mit 58 schon kaufen kann. Oh, sag mir bitte, dass es der untere Teil ist. Nein, nein. Es ist der falsche Teil, oder? Was müssen wir denn jetzt machen? Ich meine das, oder? Ist das der Teil, wo ich den hier umhauen muss? Nee, das ist der Teil, wo ich die ganze Inni dahinter machen muss. Ja, shitte. Einfach gerade durch. Den Boss musst du gar nicht machen. Du kannst hier. Nein, 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 nein. Oh, du dürft nicht in die Mitte laufen. Du kannst hier am Rand eigentlich vorbeilaufen. Da musst du den Boss nicht machen. Dann können wir den Boss eigentlich auch resetten? Klappt das, wenn du den hier rausziehst? Vielleicht. Was macht denn der Worry? Hast du einen Random dabei? Der Random ist tot. Nee, okay, der resettet nicht. Okay, hier sind alle. Die Feuerelementare sind eigentlich nicht da. Die sind wahrscheinlich da, weil wir den Boss noch am Leben haben. Ach du Heilige! Holy moly! Hast du das gesehen? Den Boss darfst du, glaube ich, nicht weiterziehen. Okay. Gut, gut zu wissen. Hast du gesehen, was da alles an Elis kam? Wird nie langweilig mit Taylor, ja, definitiv. Holy moly. Also da kamen einige Mobs. Es ist anscheinend so eine Anti-Skip-Mechanik, hä? Kann das sein? Wenn man Dungeons auch ausschließt, das wäre sogar gar nicht mehr so schlecht. Also ich meine, wenn man hier ganz am Rand läuft, triggert man den Boss nicht. So? Muss er den nämlich nicht machen. Dann sind auch diese komischen Elementare nicht da. Also der Teil ist halt schon ziemlich langwierig, ne? Jetzt sind wir genau in den falschen reingekommen. Es gibt halt einen hier, der extrem schnell geht. Und dann gibt es halt den, der extrem lang dauert. Es gibt sogar zwei, die schnell gehen, ne? Ich renne jetzt da hinten gleich durch und spreche oben die Hans Wursten an. Lauft einfach mit. Einfach hier in den Raum reinlaufen. Ich spreche da oben gleich schon mal den Typen an. Macht immer den Boss als erstes, wir können das andere Zeug in der Downtime machen. Musst du da nämlich nicht so lange warten, weil die brauchen teilweise immer, bis sie kommen. Die Dudes. Dass ich jetzt da ein Schildwall drauf. 75%, okay. Aber nur magischen und körperlichen, ja, so ein Dreck, aber auch. Das ist ja ein Hund. Am nächsten. Okay, die kommen anscheinend jetzt schneller, die Typen. Haben sie anscheinend gefixt. Früher haben die immer echt ein bisschen gebraucht. Ah, da ist ein Level Up. GZ. Ja, weil die Ini ist halt echt ein bisschen lang. Dann musst du hier durch diesen riesen Raum den machen, den hier. Das ist echt ein bisschen ätzend. Dem Raum musst du ja diesen Kack mit den Fackeln machen, ja. Was halt auch immer sich ein bisschen zieht. Leider.
Leider, leider. Ach, schau mal, ich habe das Essenz von Schäben von Iranicus bekommen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich bin gerade am Überlegen, wenn das der Schemen von Iranicus ist, wo ist dann richtig, wo ist dann der richtige Iranicus? Warte mal, Iranicus war doch nicht der grüne Drache, oder? Grüne Drache ist Ysera. Also Iranicus muss ja dann irgend so ein Hanswurst-Drache sein, oder? Oder was haben wir? Blau war Maligos, rot war Alex Tracer, schwarz ist Deathwing. Grün ist Ysera, gelb ist Nostormo. Genau, also ist eigentlich Iranicus irgend so ein dahergelaufener. Beziehungsweise Caligos ist ja jetzt blau, ne? Nachdem hier Dings hops gegangen ist, Maligos. Und wer ist jetzt eigentlich der Grüne, nachdem Ysera hops gegangen ist? Die ist ja eigentlich in Legion, ne? Hier in der Val-Sharaq-Quest-Reihe einmal gestorben. Also eigentlich müsste jetzt auch da ein anderer Drache den die Position eingenommen haben. Natürlich, die Ini ist jetzt in drei Teile aufgeschlüsselt. Damit hast du schon recht. Also du musst jetzt nicht mehr von Anfang bis Ende durch, sonst wärst du ja hier ewig beschäftigt, ne? Das ist klar. Also theoretisch startest du ja hier. Das ist ja sogar gar nicht mehr alles drauf, ne? Gefängnisblock. Theoretisch musst du ja hier ganz unten anfangen und dich da wirklich hier hochkämpfen und dann hier alles, ne? Also. Oh shit, jetzt soll ich vielleicht mal ein bisschen tanken hier. Es ist schon klar, es ist weniger als ganz früher. Das ist schon klar. Eigentlich müsste es auch einen neuen Aspekt für den schwarzen Drachenschwarm geben, aber das wird ja wohl dann der schwarze Prinz sein, ne? Wahrscheinlich. Ja, ganz. Wenn ihr noch die Marshal Windsor Quest kennt, quasi die Pre-Quest für Onyxias Hort, dann wisst ihr, was Stress ist. Marshal Windsor und dein Tag war quasi verplant, ne? Mit dreimal rein, raus, Dings da, Bums da, Inni. Ach, Marshal Windsor. Ja, du. Wenn du die gemacht hast, dann weißt du, was in Classic Stress ist, ja? Wenn du es dann noch verkackt hast zwischendrin. Ja, weil du geweibt bist oder so, kannst du den ganzen Kack nochmal machen. Meine Fresse. Also, Marshal Windsor war echt. Also, es war eine epische Questreihe, das muss man sagen, ne? Aber, die war schon, ne? 5 Stunden konntest du einplanen für den Käse. Dafür erstmal Leute zu finden, die da Bock drauf hatten, ne? Das ist ja das Nächste. Aber wer hat schon Bock, 5 Stunden hier in Schwarzwaldstiefen rumzuhampeln? Ach ja, das war nach Zeiten. Da ist bei mir auch so ein bisschen der Nostalgiefaktor. Ich erinnere mich gern zurück, ich möchte es aber nicht wieder machen müssen, ja? Also. Was? Schubbelmaut? Warte mal, ich komme jetzt nicht ganz mit. Was ist denn ein Schubbelmount? Ach so, das meinst. Jetzt komme ich mit. Jetzt komme ich mit. Schubbelmount, du musst mir eine. Die 4 anderen, ja. Aber wenn da steht Iranicus Schemen, dann muss ja quasi Iranicus irgendwo ja noch ein krasserer Typ sein, wenn das nur der Schemen von ihm ist, oder? Oder ist da meine Analyse falsch? Jetzt hat gerade eine geschrieben, meinte ich hier so wegen GZ zum Schubbelwubbelmount. Jetzt sag mal, was? Was meinst du? Aber anscheinend ist der Krog aus Tiefenpool Schubbel. Warum auch immer. Das bringt mich zum Schmunzeln, definitiv.
Ach ja, ach ja. Ihr Name ist Imba, definitiv. Ja, ich weiß auch, zu welcher Quest das gehört. In Classic gab es eine Quest, wo das Trinket quasi ein Questgegenstand war. Und du hast hier, warte mal, wenn dann war das da oder hier eine Höhle gehabt, wo du rein musstest und die Quest weiter basteln musstest. Das weiß ich sogar auch noch. Ach shit, jetzt bin ich da reingelaufen. Vom Wahnsinn befreien. Ja, also die Quest kenne ich auf jeden Fall noch, ne? Nee, ich frage mich halt bloß, ob Hieranikus irgendwas Höheres ist, wenn da sein Schemen quasi drin ist und ob er irgendwo anders noch rumhampelt. Das war eigentlich der Hintergrund der Frage. Weil zum Beispiel Kalegos, ne, den triffst du ja damals im Sunwell zum Beispiel. Und da ist er ja ein Boss und jetzt ist er quasi der höchste blaue Drache, ne? Also hier in. Ah, warte mal, der Schar des Zorns, da muss ich fix einmal draufhauen. Weil hier im. Was ist denn das? Burning Crusade war das. Dann war das hier. Sunbrunn Patrol, da war ja Kalegos der erste Boss, ne? Wo er quasi verdorben wurde. Ach so, okay, dass sie ihn. Ah, okay, das kann natürlich sein. Dass sie ihn umgebrezelt haben und quasi dann das Ding da ist. Okay, jetzt wird es schon ganz schön kühl hier drin. Ich glaube, ich muss dann jetzt nochmal das Fenster wieder zumachen. Es ist immer so eine Sache, ne? Willst du frische Luft oder willst du, dass es einigermaßen warm ist? Okay, nur Ysera war stärker. Ah, okay, also quasi so die Number 2 bei den Green Drakes. Alles klar. Interessant. Aber dann müsste doch jetzt, na gut, Ranikus, wenn er auch tot ist, dann reißt er natürlich jetzt nichts. Aber wer ist dann eigentlich dann der Anführer vom grünen Dranschwarm, ne? Jetzt, wo Ysera auch ins Gras gebissen hat. Wahrscheinlich einen, den wir nicht kennen. Also, wenn Nostormu irgendwann ins Gras beißt, dann wird's sicher Chromi, ja? Hier die Kleine. Also, für einen bronzenen Dranschwarm. Also, der zimmert aber auch rein, der Typ, ne? Jetzt muss ich dann bald mal Hand auflegen drücken, wenn das so weitergeht. Zögern wir das mal noch so lange raus. Ich habe wieder meine scheiß Schlachtstandarten nicht gestellt. Na egal. Okay, Standarte stehen. Ja gut, aber hier für den Abschluss kriegst du ja eh nicht mehr. Bloß ich denke bloß immer am Ende dran. Ja, nice, Level up. Dann sind wir auf 57. Na wunder, wunderbar. Was hatten wir jetzt eigentlich dabei? Wir hatten so einen Worry dabei, der hat ganz okay Schaden gemacht. Kyum war normal. Oh, jetzt habe ich gerade erst gesehen, dass du OM geschrieben hast. Ups. I did it again. So bin raus, schreibt der Mage. Okay, alles klar. Eine Inni mache ich jetzt auf jeden Fall. Jo, danke fürs Mitgehen. Danke fürs Mitkommen. So, das Trinket brauche ich nicht. Gut, dann queuen wir quasi ohne ihn. Schauen, ob der Worry noch mitkommt. Ach ja, der Mori will mitkommen, wunderbar. Der ist nämlich auch noch höher gewesen, oder? 59 war der schon. Jetzt müsste mal eigentlich eine hohe Ini kommen. Hoffen wir es zumindest. Hoffen wir es zumindest mal. Dings wäre noch cool auf 58, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr ganz ausgehen. Ach, das ist die Axt. Ich dachte schon, die Handschuhe tropfen vor Blut, ne?
So, jetzt schauen wir mal. Ich mache jetzt mal ganz fix das Fenster zu, bevor das hier zu kalt wird. Gut, so. Sollen wir hier noch einfach ein paar Mobs machen, bis killen wir einfach ein paar Mobs hier, bis die Q quasi durchgeht. Kriegen wir so ein bisschen EP. Nee, du kannst schon ab 58 theoretisch, aber damals konnte man ab 58 spezifisch queuen und spezifisch bringt dir ja nichts, ne? Ich bin mir jetzt halt nicht sicher. Du wirst wahrscheinlich erst ab 59 random queuen können, ja. Früher hast du dann immer sofort Bollwerk noch gequeued, weil du dann extrem EP gekriegt hast da noch. Das wird wahrscheinlich jetzt eher nix mehr. Tja, fehlt noch ein DD da. Also gut, es wäre jetzt wahrscheinlich fast sinnvoller draußen einfach Quests zu machen, aber ich stehe halt in SW und müsste dann erst wieder nach West vorlaufen. Ah, wunderbar. Wunder, wunder, prächtig. Oh, LBS, oder? Kriegen wir jetzt? Ja, LBS. Jetzt bin ich am Überlegen, können wir da runterspringen? Wir können eigentlich direkt runterspringen, ne? Warte mal, konnte man das hier nicht skippen? Naja, okay. Vergiss es. Ein Versuch war es wert. Okay, er wurde. Okay, korrumpiert. Weil das. Weil sonst hätten ja die. Also, wenn die Trolle ihn getötet hätten, hätten sie ja die anderen Gründrache auch getötet. Und soweit ich mitgekriegt habe, waren die Gründrachen stärker als die Dings, ne? Also irgendwie. Also hier müssen wir eigentlich nur den. Ach ne, warte mal, was. Was muss er denn töten? Also wir müssen drei Mobs töten und kriegen 11.000 EP, das ist halt nicht viel. Weißt du, was ich machen würde? Halt, 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 halt. Ich würde sagen, wir springen hier runter. Hier runter springen. In die Lava. Und da hinten können wir hoch. Ich hoffe, der Hunter hat sein Pet weggepackt. Hier, dann können wir nämlich den ganzen Anfang skippen. Also da kannst du halt wirklich richtig viel auslassen. Du lässt halt irgendwie fünf Bosse ausgefühlt und das ist halt der Fastweg quasi. Also du musst trotzdem noch viel machen in der Instanz. Naja, also ganz ehrlich, du haust quasi in Uldaman Arcaedas weg und das ist halt ein, es ist kein Titan, aber zumindest ein Wächter hier auf Azeroth und der ist mal nochmal mächtiger als eigentlich die Drachen, ne? Weil die Drachen haben die Macht quasi von seinesgleichen gekriegt, ne? Also von dem her ist das mit, okay, einmal Hand auflegen. Okay, du merkst, die Mobs sind hier nochmal ein gutes Stück krasser. Aber hier sind auch extrem viele drin, ne? Selbst jetzt mit diesem Skip wären wir hier. What the fuck? Ich habe hier Hand auflegen. Life for Kun haben wir jetzt gebraucht. Bei der einen Gruppe hier. Ich glaube, die Inni ist definitiv langwierig. Ah, das ist ein Boss. Ah, das ist. Warte mal, das ist der ziemlich seltene Rare, den ich damals immer für das Schmiedekunstrezept gefarmt habe. Deswegen weiß ich das mit diesem Skip da, weil ich. Okay, der haut ja ziemlich rein. Okay, den stunnen wir jetzt erstmal. Nicht mit mir, mein Freund. Ach du Scheiße. Also die Inni ist krass, das Pferd. Alter, Scheiße, keine Ahnung. Also das wird hier unlustig. Ja, super, okay, ist der Heiler ist tot. Ach, ihr habt da hinten ge. Was macht denn der Hunter? Ah, deswegen. Der hat da hinten nochmal irgendeine Scheiße gepullt. Was macht der denn da?
Der Hunter hat da hinten nochmal die Mobs gepult, die dem Heiler in den Rücken gefallen sind. Das habe ich jetzt aber auch erst zu spät gesehen. Es wird halt hier eine schöne Scheiße. Kann man eigentlich die hier drüben pullen? Du musst da nicht mal so runterspringen, weil du kriegst eh keinen Fallschaden, wenn du in die Lava reinspringst. Also die, da kriegst du nicht, du kriegst dann nur Schaden von der Lava an sich, aber keinen Fallschaden. Ne? Dieser Bob von Hunter hat hier die Mobs gepult, ne? Ja, du addest die halt nicht, wenn du hier vorbeiläufst, keine Ahnung. Da musst du schon grenzdebil sein. Alter. Du kannst halt nicht mal so ein Pack skippen, weil die Leute halt mitten durchlaufen, ne? Wir schauen auch nicht mal nach rechts. Ach, du bist hier im Tannan-Dschungel? Ja, interessant. Ich glaube, den einen sollten wir. Ich pull jetzt mal nur die und zieh die um die Ecke rum. Weil der Rare, der haut richtig raus, ne? Der wirbelt doch die ganze Zeit. Alter, wie. Ich hab nur die da vorne. Wie kommt denn jetzt der Rare wieder mit? Ah. Und mal das orientieren. Jetzt habe ich keine Stunts mehr für den, für sein komisches Rumgewirbel. Mach dann nochmal hier Wirbelspaß. Aber der kann so ein extrem seltenes Rezept droppen, der Mob. Der ist halt alle 10 Runs mal da oder so. Und den habe ich damals immer abgefarmt. Wir haben jetzt anscheinend gerade einen Lucky Run. Mal gucken, ob er ein Rezept droppt. Nee, hat nichts dabei. Also die Ini ist auch definitiv eklig. Weißt du, wie viele Mobs wir am Anfang jetzt schon geskippt haben? Und wir haben jetzt immer noch relativ viel vor uns und die Mobgruppen sind halt ziemlich stark, so wie es aussieht. Es war halt damals auch eine Level 60er Ini, ne? Und meistens sind die im Scaling. Banner, ja, ich könnte, stimmt, ich könnte hier meinen Banner aufstellen. Ja, eigentlich muss ich es viel öfter machen, da hast du recht. Ja. Eigentlich sollte ich alle paar Meter, solange ich den Buff drauf habe und dann. Hier geht das Banner, also. Da unten habe ich es jetzt gestellt, hier geht es immer noch. Krieg halt 15% mehr EP, ne, solange ich in der Range von jedem Mob und das merkst du halt dann schon auf lange Dauer. Theoretisch habe ich drei Stück, ne? Also eins bringt 5, eins 10, eins 15. Wenn du sie clever in den Inni stellst, die haben halt 100 Meter Range, dann kannst du wahrscheinlich sogar eine ganze Inni abdecken mit den drei Bannern. Schauen wir mal, wie weit es geht. Hier oben ist es auch noch. Ja, es geht sogar bis hier hoch. Hier hinten gibt es auch zwei Mobs, die ein Pet droppen. Ne? Einmal eine Spinne. Also einmal hier diese. Die Spinne kann ein Pet droppen. Und einmal. Die habe ich anscheinend. Komisch. Irgendwie habe ich hier jetzt eine Quest, aber auch. Ich hatte. Ach, die Netz. Die Desorient. Und betäubt mich immer, deswegen geht die auf wen anders. Ja, ich hatte das. Also bei Spielen hatte ich das noch nicht. Ich hatte das bei Videoaufnahmen schon. Bei meinem alten PC, wo ich nicht so eine große Festplatte hatte. Dass meine Festplatte komplett voll war. Weil so Videoaufnahmen, ne? Die haben halt relativ viel. Verbrauchen relativ viel Speicher, ne? Vor allem, wo ich noch mit Fraps aufgenommen habe. Wo es quasi ungerendert ist. Und dann nimmst du ein bisschen auf und hast dann gleich 50, 100 Gigabyte an Speichergröße. Schau, das ist das Pad, was ich meinte. Das droppt bei der Spinne. Warum habe ich jetzt Bedarf gedrückt? Eigentlich brauche ich es nicht wirklich. Das ist eh nichts wert, ja. Levelst erstmal kein. Ja, ist auch clever, ne? Dann kriegst du ja mehr EP. Kriegst du ja auch mehr EP. Ah, nice, das Banner geht immer noch, ne? Hier immer noch 15% mehr.
Eigentlich müsste man es im BG auch immer stellen, so ein Banner. Dieses Drecks desorientieren. Mal schauen, wie weit es hier hoch noch geht. Ich habe es irgendwo da unten gestellt. Kann jetzt schon das nächste Banner stellen, ne? Ah, der Buff ist immer noch drauf. Also er geht sogar auch nach oben, ne? Also hier habe ich jetzt auch noch einen Buff. Gar nicht schlecht. Jetzt ist er weg. Oh, kommt halt hier um die Ecke rum, pullt halt nicht noch mehr. Weißt du, was ich mache? Ich stelle jetzt hier das nächste Banner auf. Weil dahinter ist dann nämlich der Endboss. Vielleicht geht das sogar so weit. Wo man so ein Banner herbekommt, das kriegst du vom Gildenhändler. Du musst einen wohlwollenden Gildenruf haben, dann kannst du das beim Gildenhändler kaufen. Also es ist gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ist noch ein bisschen extra. Hier könnte man theoretisch so einen extra Boss beschwören, aber da brauchte man, glaube ich, von dem anderen Boss so ein Item, ne? Den wir jetzt nicht gemacht haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum Endboss. Oh, da ist gerade die Putt. Das sind jetzt viele Mobs. Hier ist das Banner. Bin ich da schon zu weit vom Banner weg? Ich hab doch da unten. Warte mal, haben die das Banner gekillt? Da ist es. Hier kriege ich den Buff noch. Ah, doch, das ist die ganze Zeit schon. Ah, ne, hier oben ist es. Okay, hier sind wir zu weit weg, ne? Ah, hier kommt's wieder. Okay. Habe ich's doch gut hingestellt. Hier kriege ich nämlich den Buff wieder. Perfekter. Oh, der Schatten des Zorns ist da. Warte mal, ich sehe gerade im Chat, dass du ein Rezept gekriegt hast. Ein Eichi-Rezept. Ich weiß nicht, ich meinte zwar eigentlich ein anderes. Ich glaube, das war für Schmiedekunst 1, aber das ist bestimmt auch selten, wenn es von dem Rare war. Da werden wir nicht rumkommen, oder? Verdammte Scheiße. Nein, 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 nicht hier runterspringen. Das war ein Fail. Jetzt müssen wir wieder außen rumlaufen. Ach, fuck it. Ich wollte ganz am Rand rumlaufen. Bin runter. Der Krieger ist mir halt pflichtbewusst sofort nachgesprungen, ne? Das ist ein Typ. Aber der bleibt wenigstens am Tank dran, ne? Da kann man nichts sagen. Hast du auch einen Magarok, den du gerade levelst? Nee, ich hab ihn noch nicht, aber ich werde mir, sobald ich den auf Max habe, einen Magarok. Ja, jetzt. Also ganz am Rand hätte man es wahrscheinlich skippen können, aber ich wollte nicht nochmal runterfallen, so wie er jetzt hier. Warte mal, ist das der Heiler? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn wir genau am Rand. Jetzt habe ich halt keinen Heal da. Warte, jetzt nehmen wir mal Hand auflegen nochmal. Nehmen wir mal noch einen mit dem Stun raus. Vielleicht ein bisschen aufpassen, dass er nicht immer runterfällt. Naja, aber schau, das Banner ist jetzt immer noch drauf hier, ne? Wenn du es richtig stellst, 100 Meter ist halt viel. Oft sind die Instanzen halt nicht ein gerader Gang, sondern so verschlungen, wie hier auch. Und da kannst du halt einen Banner lang nutzen, ne? Okay, der Mob hittet mich jetzt. Ziehen wir mal kurz hier rein, dass der LOS wird und zu uns kommt. Na, super, jetzt kriechen. Warte mal, haben wir da gerade irgendeinen. Ach, da unten. Ah, unter uns sind noch irgendwelche Rares. Super, jetzt habe ich natürlich nichts mehr.
Oh, okay, das war eine knappe Kiste. Kommt der jetzt auch mal? Oh, okay, der ist anscheinend schon hier im Pool mit drin. Ja, ich habe schon gesehen, du warst relativ schnell wieder da. Siehst du, wie viele verschiedene Ebenen das hier sind an Mobs? Also hier ist es halt richtig ätzend, da hinten und so. Also wenn du hier die Map anguckst, da sind hier 10.000 Ebenen. Schon mal da hast du noch eine Ebene, hier hast du noch eine Ebene, hier unten, da steht mein eines Banner noch, also. Jetzt ist das eine auch weg, ne? Jetzt müsste ich hier wieder ein neues stellen. Jetzt können wir das hier noch aufstellen. 5%. Naja, es ist immer alles. Also du kannst eigentlich ständig Banner stellen. Also eigentlich ist es blöd, dass ich die mir nie gekauft habe, ne? Seit beim Level nicht im TS. Nee, gerade sind wir nicht im TS. Das hast du richtig beobachtet. Das hast du richtig beobachtet. Oh, ich habe jetzt nichts mehr. Ich kann den einen noch stunnen. Boah, jetzt ist die Heilung wieder ready geworden. So, jetzt können wir den taunten. Das war jetzt eine knappe Kiste hier. Das war echt eine knappe Kiste. Außer World Quest, ja, ich würde in Stunzen gehen an deiner Stelle. World Quest bringen jetzt am Anfang auch gar nicht so viel. Nee, mit dem Lone-Item-Level kann er noch kein LFR gehen. Aber Instanzen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil die Geschichte ist, Instanzen droppen halt festes Baseline-Gear, ne? Und bei World Quest wird das Gear halt dadurch erhöht, dass du einen höheren Item-Durchschnitt hast, quasi. Also würde ich dir erst empfehlen, Innis zu gehen und dann die World Quest zu machen, wenn sie an sich höheres Gear bringen. Oh mein Gott, was ist da hinten los? Ach stimmt, da kamen ja immer Mobs von hinten, ne? Ja, richtig. Oh fuck it, die haben ganz schön Damage raus. Und hier sollte man am besten nicht sterben, weil den ganzen Weg vom ein ich glaube, das ist einer der längsten Wege und wir haben ja jetzt schon sehr viel abgekürzt, dass wir runtergesprungen sind, ne? Normalfall kommt da noch ewig viel mehr dazu. Was ist denn das immer mit dem Mob? Der Aggro oder bin ich einfach nur. Nicht zu wenig Damage. Nee, eigentlich nicht. Ja, das ist halt nicht so clever, dann brauchst du halt viel länger mit dem Gieren. Oh, schau mal, ein Epic-Ring. Ein Ring, der ein Schild auf mich macht, ne? Mit Absorb, das ist gar nicht schlecht. Und die Vielseitigkeit auch noch erhöht. Gar nicht so schlecht. Gut. Dann können wir eigentlich aus der Instanz rausleben, weil mit der Quest, da müssten wir die anderen Bosse noch machen. Das lohnt sich eigentlich nicht. Epic Ring gab es auch noch. Gut, dann sind wir soweit durch. Auch mit der Folge sind wir soweit durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne bei der letzten oder bei der nächsten. Letzten ist es noch nicht, bei der nächsten Leveling-Folge. Und ja, bis dahin, euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.